Herzlich willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, zu unserem virtuellen Pressbriefing hier beim Science Media Center. Wir wollen uns heute mit Medikamenten zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas beschäftigen, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden. Mein Name ist Jane Peters, ich bin Volontärin in der Redaktion für Medizin und Lebenswissenschaften hier. Und ja, erstmal ein ganz herzliches Willkommen auch an unsere Expertin und die beiden Experten. Ich stelle sie natürlich gleich nochmal im Detail vor, aber erstmal schön, dass Sie da sind. Genau, heute soll es um diese sogenannten Abnehmspritzen gehen, die vor allem in den sozialen Medien zurzeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. An vorderster Front steht dabei ein Wirkstoff namens Semaglutid. Das ist ein sogenannter GLP-1-Rezeptoragonist. Dazu hören wir gleich noch ein bisschen was. Der ist bereits bekannt aus dem Diabetes-Medikament namens Ozempic und in Form von Wegovy ist er in erhöhter Dosis in der EU seit etwa einem Jahr auch für die Behandlung von Übergewicht und Adipositas zugelassen. Obwohl Wegovy aufgrund von Lieferproblemen des Herstellers hier zurzeit noch nicht auf dem Markt erhältlich ist, steht das Internet natürlich nicht still. Viele Menschen teilen ihre Erfahrungsberichte und auch Abnehmerfolge online. Da kommt natürlich viel aus den USA. Teilweise wird Ozempic aber auch hierzulande schon off-label verschrieben, also quasi zulassungsüberschreitend, bis Wegovy dann auch wirklich hier erhältlich ist. Ja, und heute wollen wir uns die Frage danach stellen, wie genau eine Therapie mit diesen Wirkstoffen eigentlich aussehen kann, wo die Vorteile liegen, aber natürlich auch die Nachteile gegenüber bekannten Methoden. Neben den Wirkmechanismen wollen wir uns aber auch mit den psychosozialen Faktoren beschäftigen. Also wie muss so eine Therapie beispielsweise verhaltenstherapeutisch betreut werden? Und wie wirken solche, man könnte fast sagen, Social-Media-Trends vielleicht auch auf die Stigmatisierung von Adipositas? Worüber genau wir sprechen, das hängt natürlich dann auch von Ihnen ab, liebe Journalistinnen und Journalisten. Deswegen meine Bitte an Sie, nutzen Sie bitte die Fragefunktion von Zoom, um Ihre Fragen zu stellen. Dann können alle Kolleginnen und Kollegen die Fragen sehen und wir können Doppelungen auch einfach vermeiden. Genau, also bitte das F&A-Tool nutzen und nicht den Chat. Ja, und dann starte ich mal eine kleine Vorstellungsrunde und beginne bei Herrn Dr. Timo Müller, denn man könnte fast sagen, seine Forschung setzt auch ganz am Anfang der Therapie an, nämlich der pharmakologischen Entwicklung. Er selbst forscht in München an GLP-1-basierten Pharmakotherapien für Diabetes und Adipositas, zu denen wir nachher sicherlich auch noch kommen. Der Transparenz halber, Dr. Müller hat schon lange eine Kooperation mit Novo Nordisk. Das ist die Firma hinter Ozempic und Wegovy. Dann begrüße ich Professor Anja Hilbert. Sie beschäftigt sich mit der Erforschung der psychosozialen Faktoren von Ess- und Gewichtsstörungen, den neuropsychologischen Grundlagen, aber auch den damit verbundenen Psychopathologien und der Stigmatisierung dieser Menschen. Sie ist zudem auch psychologische Psychotherapeutin und leitet die Leipziger Adipositas-Ambulanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hallo, Frau Hilbert. Hallo, Frau Peters. Und der dritte im Bunde ist heute Professor Jens Aberle als ärztlicher Leiter des Adipositas-Zentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hat er täglich Patientenkontakt und kennt sich bestens mit diversen Behandlungsmethoden bei Adipositas aus. Hallo, Herr Aberle. Hallo, Frau Peters. Ja, und dann würde ich auch sagen, habe ich jetzt fast genug gesagt. Dann starten wir mal mit einer kleinen Eingangsfragerunde, etwa 5 Minuten pro Person und danach gehen wir dann auch direkt in Ihre Fragen über. Herr Müller. Die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, schreibt auf ihrer Website zur Wirkweise von Wegovy bzw. Semaglutid, es reguliert den Appetit, indem das Sättigungsgefühl gesteigert wird, während Nahrungsaufnahme, Hunger und das Verlangen nach Essen reduziert werden. Kann man das wirklich so einfach herunterbrechen? Was genau passiert da im Körper, das zum Gewichtsverlust führt und was ist daran eigentlich die Neuheit? Ja. Also im Grunde genommen kann man das tatsächlich darauf hier runterbrechen. GLP-1-Mimetika aktivieren in unserem Gehirn bestimmte neuronale Regelkreise, die im günstigsten Falle dafür zuständig sind, dass unser Hunger- und Sättigungsgefühl geregelt wird. Ja? Das heißt also, die Regulation von Hunger und Sättigung ist ein sehr komplexer neuroendokriner Vorgang, der durch ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedener Moleküle, sogenannter Neuropeptide, in unserem Gehirn stattfindet. Und da greift dieser Wirkstoff GLP-1 ein. Er bindet im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus, an bestimmte Rezeptoren, die, wenn man sie aktiviert, dafür zuständig sind, dass unser Hungergefühl
sinkt und unser Sättigungsgefühl sozusagen steigt. Ja? Und das macht GLP-1 sehr potent. Diese Neurone, die nennen sich Proopiomelanocortin, und an diese Neurone bindet das GLP-1 und aktiviert diese Neurone. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Dann gebe ich direkt mal weiter an Herrn Aberle. Das ist natürlich jetzt ein guter Einblick erstmal in die Funktionsweise. Für wen würde sich so eine Therapie denn eigentlich eignen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie würde das in der Klinik tatsächlich aussehen? Und spielt das vielleicht bei Ihnen auch schon eine Rolle im Klinikalltag? Ja, das spielt schon eine große Rolle. Und für wen es sich eignet, das legt natürlich jetzt grundsätzlich erstmal die Zulassungsbehörde fest oder auch die Herstellerfirma, in dem sie klinische Studien macht, auf die sich dann die Zulassungsbehörde, die EMA, bezieht oder auch die FDA. In Europa ist es ja nun die EMA. Und insofern kommt dieses Medikament oder kommen Medikamente zur Gewichtsreduktion in Frage ab einem Body Mass Index von 30. Ob dort beginnt ja per Definition die Adipositas nach WHO-Klassifikation oder ab einem Body Mass Index von 27, wenn relevante Komorbiditäten wie Bluthochdruck oder Diabetes oder Ähnliches bestehen. Dann kann man es zulassungskonform verschreiben. Es ist immer, sagen, gewünscht und Voraussetzung, dass konservative Therapiemaßnahmen, Ernährung, Bewegung, Verhaltenstherapie, was ja sehr stark ineinander greift, im Vorfeld durchgeführt wurden und begleitend auch eine medikamentöse Therapie, dann sagen, flankieren. Aber grundsätzlich ist das dadurch bestimmt. Und die Nachfrage nach diesen Medikamenten ist natürlich unglaublich groß. Sie haben das eben schon angesprochen. Es ist inzwischen sehr präsent. Und das liegt natürlich daran, dass die Medikamente effektiv sind und dass sie, sagen, vielen Menschen auch helfen können, die bislang gescheitert sind an Versuchen der Gewichtsreduktion. Und das spricht sich natürlich rum. Also grundsätzlich haben wir da ganz klare Empfehlungen, die wir auch in unseren Leitlinien der Deutschen Adipositas-Gesellschaft so hinterlegt haben. Und danach richten wir uns in der Therapie. Auf dem Markt gibt es jetzt schon einen GLP-1-Rezeptoragonist, der zugelassen ist zur Therapie der Adipositas und auch verfügbar. Das ist Liraglutid, als Handelsname Saxenda. Dieses Medikament, das ist aber im Vergleich zu dem Wegovy oder Semaglutid oder Ozempic, das sind ja die beiden Handelsnamen, deutlich schwächer wirksam, also etwa nur halb so stark in der Gewichtsreduktion. Man muss es täglich spritzen und nicht einmal in der Woche. Insofern ist die Tendenz eher zu den neueren Medikamenten. Okay, dann vielen Dank, Herr Aberle. Und damit schließt sich meine Frage an Frau Hilbert auch direkt an. Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass gerade die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen da auch eine Rolle spielen. Denn der Gewichtsverlust durch die Spritze ist natürlich nur ein Teil der Therapie. Genau, Frau Hilbert, welche Rolle spielen diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen während der Behandlung von Adipositas mit diesen Medikamenten? Und wie kann ein möglichst nachhaltiger Gewichtsverlust dann auch ermöglicht werden? Ich darf das aufgreifen, was Herr Aberle gesagt hat. Also verhaltenstherapeutische Maßnahmen, also Interventionen zur Ernährung und Bewegung und Verhalten, um einfach die Kalorienreduktion herbeizuführen und auch eine körperliche Aktivität zu steigern, sind der Standard in der Adipositas-Therapie immer noch, auch wenn jetzt eben glücklicherweise so potente Gewichtsreduktionsmedikamente hinzukommen. Die Leitlinien, die neuen Leitlinien sind ja im Moment, befinden sich in der Konsentierung, halten auch an dem bisher beschriebenen Vorgehen weiter fest. Also, dass die Basis sozusagen die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen darstellen, und wenn diese nicht ausreichend sind bei den beschriebenen Indikationen BMI 30 und oder 27 mit Komorbiditäten, dann Medikamente hinzugenommen werden können. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen spielen auch eine große Rolle bei der Gewichtserhaltung. Man weiß aus sehr vielen Studien ohne Semaglutid noch, dass eine bessere Gewichtserhaltung gelingt, wenn man zusätzlich noch Booster-Sessions erhält oder telefonisch eine Nachsorge langfristig erhält. Das heißt, auch die Adipositas mit diesem Vorgehen eben auch als chronische Gesundheitsstörung verstanden wird. Auch wenn die Daten noch ausstehen für die Gewichtserhaltungstherapie,
denke ich, wird sich hier an diesem Prinzip nichts ändern. Das heißt, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, vielleicht auch noch einfach zum Hintergrund, das beinhaltet zum Beispiel Patienten anzuleiten, ihre Ernährung gut zu beobachten, also einen Überblick zu bekommen, was sie essen, wann sie essen, wie viele Kalorien sie aufnehmen und eben auch identifizieren können, wie man ihr Ernährungsverhalten verändern kann, also zum Beispiel Mahlzeiten umgestalten, moderate kalorische Restriktion herbeiführen oder körperliche Bewegung in den Lebensalltag einzufügen, Ziele realistisch zu setzen, Patienten zum Selbstloben von kleinen Fortschritten anzuleiten, Problemlösung zu betreiben und so weiter. Das sind ganz wichtige verhaltenstherapeutische Interventionen. Die sind auch in der Nachsorge wichtig, das heißt, Verhaltenstherapie vorher, währenddessen, wahrscheinlich auch nachher. Ja, mit dem Nachher, da sprechen Sie, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt an, der viele Menschen interessiert. Und zwar, wie sieht es aus nach dem Absetzen solcher Medikamente? Also die Studienlage, gerade die Zulassungsstudien für Adipositas, das sind Zeiträume von ungefähr 72 Wochen, 65 Wochen. Was passiert danach? Gibt es die Chance vielleicht eines Jojo-Effekts? Das ist vor allen Dingen auch etwas, was die sozialen Medien sehr stark interessiert. Oder muss ich diese Spritze eventuell sogar lebenslänglich nehmen? Herr Müller, ich sehe Sie schon nicken, wenn Sie direkt antworten möchten. Ja, also die aktuelle Datenlage schaut schon so aus, dass das eine Lebenstherapie ist. Ja? Das heißt also, ich kann natürlich primär aus Daten über Daten sprechen, die ich selbst generiert habe. Und wenn wir eine Langzeitbehandlung in Nagetieren machen und diese dann irgendwann beenden, dann nehmen diese Nagetiere auch relativ schnell wieder an Gewicht zu. Und das Gleiche zeigt sich auch in klinischen Studien. Auch da nehmen die Patienten kontinuierlich über die ersten 1,5 Jahre ab. Und wenn man die Therapie dann absetzt, dann nehmen die auch sukzessive wieder zu. Wie schnell diese Patienten zunehmen, das weiß ganz sicher der Herr Aberle. Der sieht solche Patienten ja regelmäßig. Ja, also ich kann das nur bestätigen und die klinischen Daten zeigen das auch. Also es gibt ja eine Studie, Step-1-Studie zur Semaglutid. Die ist über 2 Jahre durchgeführt worden und solange die Patienten die Substanz verwenden, halten sie das reduzierte Gewicht. Und auch das ist schon mal, muss man sagen, ein großer Erfolg. Aber wenn man das absetzt und die Daten sind auch publiziert, dann sieht man im Durchschnitt wieder eine Gewichtszunahme. Wobei man sagen muss, das ist immer der Durchschnitt. Wir sehen auch immer einzelne Patienten, die sozusagen die Gewichtsreduktion so positiv in ihren Lebensalltag integrieren, durch Veränderung des Lebensstils nachhaltig, und Erhöhung der körperlichen Aktivität, dass sie es auch ohne Medikament schaffen, denn das reduzierte Gewicht zu halten. Und so muss man das natürlich versuchen zu adressieren, denn die allermeisten Patienten sehen es erstmal als temporären Support und beginnen die Therapie nicht mit der Vorstellung, das dann lebenslang durchzuführen. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, auch immer die Lebensstilberatung, die Verhaltenstherapie während der Phase der medikamentösen Therapie immer wieder zu adressieren und dem Patienten eine Chance zu geben, dann auch ohne Medikament das Gewicht zu halten. Sie hatten auch nach Parallelen gefragt zur bariatrischen Chirurgie, also Schlauchmagenbildung oder auch Magenbypass. Mit diesen Verfahren nehmen die Patienten ja im Moment die Ultima Ratio, die beschrieben wird in den Leitlinien für die Gewichtsreduktion, neben etwa 20-30% ihres Ausgangsgewichts ab. Und die meisten behalten das sehr gut bei, einige aber auch nicht. Und bis zu 15% haben einen unzureichenden Gewichtsverlust. Und hier haben dann auch verschiedene Forscher begonnen, verhaltenstherapeutische Programme zu evaluieren. Es ist noch relativ unklar, wann der beste Zeitpunkt ist, vor der OP, wann nach der OP, langfristig nach der OP. Aber insgesamt mithilfe von systematischen Reviews kommt man so zu einem verbesserten Gewichtsverlust, also um 4-13 Kilogramm. Wenn man eben eine Erhaltungstherapie durchführt im Vergleich zu Nichtbehandlung. Wir haben schon ein paar Fragen von außen auch bekommen. Von daher würde ich die quasi einfach mal zitieren. Und zwar wurde gefragt, das ist vielleicht gerade für Sie, Herr Müller, interessant.
lässt sich Ozempic, also das Medikament, was eigentlich für Diabetes entwickelt wurde, durch eine Dosisanpassung funktionsgleich als Substitut von Wegovy verwenden? Oder gibt es da auch Unterschiede in der Formulierung der beiden Medikamente? Ja, also beide Substanzen sind identisch. Ja? Es ist lediglich der Handelsname unterschiedlich, weil die Dosierung unterschiedlich ist. Aber grundsätzlich ist der Wirkstoff Semaglutid 100% identisch in beiden Präparaten. Das heißt, wenn Sie jetzt Ozempic nehmen und würden das in einer höheren Dosierung nehmen, dann würde die Wirkung exakt der Wirkung von Wegovy entsprechen. Und wie kommt das zustande? Also bei dem Diabetes-Medikament ist, glaube ich, die maximale Dosierung etwa 1 Milligramm pro Woche. Und bei Wegovy sind es maximal 2,4 Milligramm pro Woche. Warum sind da solche Unterschiede in der Dosierung? Das liegt einfach daran, dass diese GLP-1-Mimetika in der Peripherie, also in dem im peripheren Gewebe, primär im Pankreas, die Insulinsekretion stimulieren und gleichzeitig die Sekretion von Glucagon inhibieren. Und das bedingt dann über periphere Mechanismen die Verbesserung des Zuckerstoffwechsels, während eine deutlich höhere Dosierung notwendig ist, um auch den GLP-1-Rezeptor im Gehirn anzusprechen. Und das ist wiederum notwendig, um das Körpergewicht zu senken. Also wir brauchen etwa die doppelte Dosis im Gehirn, also um den GLP-1-Rezeptor im Gehirn anzusprechen, um das Körpergewicht zu senken, im Verhältnis zu der Dosis, die notwendig ist, um den Typ-2-Diabetes zu behandeln. Wir haben jetzt schon zweimal die Frage bekommen, wie es denn mit Nebenwirkungen aussieht. Herr Aberle, Sie sind da in der Klinik, wahrscheinlich kennen Sie sich da gut aus. Was sagen die Studien, was sagen Sie? Ja, also klar, Nebenwirkungen gibt es immer, wobei man sagen muss, dass die jetzt bei Semaglutid verhältnismäßig überschaubar sind. Fast alle Patienten erleben da eine gewisse Übelkeit zu Beginn. Das liegt auch am Wirkmechanismus im zentralen Nervensystem. Aber das ist überschaubar und das ist aber auch der Grund, weshalb man die Dosierung langsam steigert. Also unsere Patienten beginnen immer mit einer, sozusagen mit 0,25 Milligramm für einen Monat, dann 0,5, dann 1 Milligramm. Also man titriert das langsam nach oben, damit die Übelkeit nicht zu dominant wird. Aber das ist sozusagen bei den wenigsten Patienten tatsächlich ein Grund, die Medikation zu beenden. Es gibt noch ein paar andere Nebenwirkungen, die man beachten muss. Es gibt zum Beispiel ein gewisses Risiko für Gallensteinbildung, das auftreten kann durch die Gewichtsreduktion per se, auch durch die schnelle Gewichtsreduktion. Aber sagen wir, substanzielle Nebenwirkungen treten selten auf und wenn, dann ist es vor allem die Übelkeit. Insofern ist in der Risiko-Nutzen-Abwägung, das ist das ja auch, was die Behörden machen, schlägt das Pendel eindeutig zugunsten des Nutzens aus. Vielleicht, es passt ganz gut zu dem Thema als kurze Zwischenfrage noch einmal. Liraglutid ist ja auch ein Medikament, was schon lange genutzt wird. Wo liegt da eigentlich der Unterschied und wie kann man das laienverständlich erklären? Das war eine Frage, die auch gestellt wurde. Genau, Herr Müller vielleicht, ich weiß nicht, das vielleicht. Das ist ganz sicher eine Frage, die sehr gut in meinen Forschungsbereich reinpasst. Also die Moleküle Liraglutid und Semaglutid sind sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist eigentlich der, dass nur eine einzige Aminosäure geändert wurde in Semaglutid. Und diese Aminosäure ist dafür zuständig, oder die Veränderung dieser Aminosäure ist dafür zuständig, dass ein bestimmtes Enzym, das normalerweise das GLP-1 degradiert, dann nicht mehr angreifen kann. Ja? Und der zweite Unterschied ist, dass die Halbwertszeit von Liraglutid deutlich unterschiedlich ist im Vergleich zu Semaglutid. Herr Aberle hat das eben korrekt gesagt. Liraglutid hat eine Halbwertszeit von 12 Stunden. Das ist dadurch bedingt, dass eine Fettsäure, eine C16-Fettsäure, an dieses GLP-1-Molekül angehängt wird. Und diese bindet in der Zirkulation an Albumin. Und Albumin hat eine sehr lange Halbwertszeit und dadurch wird die Auswaschung über die Niere sozusagen verzögert. Und diese C16-Fettsäure, die Liraglutid hat, die ist im Semaglutid durch eine C18-Fettsäure ersetzt worden. Und diese Fettsäure führt dazu, dass das Molekül deutlich länger und deutlich stärker an das Albumin bindet und dadurch wird die Halbwertszeit von 12 Stunden im Liraglutid auf 160 Stunden bei Semaglutid erhöht. Und das ist der einzige Unterschied. Okay.
Jetzt gehen wir mal so ein bisschen vielleicht zu Ihnen rüber, Frau Hilbert. Und zwar ist es ja jetzt auch gar nichts mal Neues, dass Adipositas ja irgendwie medikamentös oder bariatrische Chirurgie, dass da Behandlungsmöglichkeiten gibt. Dann kommt ja oft so ein bisschen dieser überspitzte Ratschlag, das ist jetzt auch eine Frage der Kollegen und Kolleginnen, bei Übergewicht hilft einfach Sport oder eine Diät, Disziplin, was auch immer da geraten wird. Ist dieser Erfolg von Semaglutid nun eine Bestätigung dafür oder ist das vielleicht eher eine Widerlegung dieses Ratschlags? Also was passiert da vielleicht auch mit der Stigmatisierung so ein bisschen von Menschen mit Adipositas? Ja, also ich denke, einfache Ratschläge, das weiß man aus der Präventionsforschung, die wirken eigentlich eher stigmafördernd. Also Adipositas, wissen wir ja, ist mit einer der am pervasivsten stigmatisierten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und das hat viele, viele Folgen für die Betreffenden. Es findet in allen möglichen Lebensbereichen statt. Das Kern, der Kern der Stigmatisierung, der besteht eigentlich darin, dass man den Menschen, den stigmatisierten Menschen mit Adipositas zuschreibt, sie seien selbst an ihrem Übergewicht schuld. Und sie müssten sich doch einfach nur ein bisschen anstrengen, dann würde das alles schon wieder. Das ist aber wirklich bei weitem nicht so. Ich denke auch, dass so die medizinische, psychologische Community dies eigentlich immer mehr auch anerkennt, dass es sehr schwer ist, Gewicht zu verlieren und vor allem aber auch verlorenes Gewicht zu halten. Natürlich wirft die Identifikation oder die Erfindung von solchen Medikamenten, die zu einem so großen Gewichtsverlust führen, auch die Frage auf, was ist eigentlich wirksam? Also in Bezug auf das Gewicht, wie muss man sich die Körpergewichtsregulation vorstellen und welchen Einfluss tatsächlich hat man mit Verhaltensmöglichkeiten darauf einzuwirken? Und diese sind offensichtlich nicht so groß. Trotzdem, also ich frage noch nach Stigmatisierung, ich glaube, die Einführung dieser Medikamente hat ganz, ganz viele verschiedene Konsequenzen, mögliche Konsequenzen, muss ich sagen, weil ich habe gestern noch mal geguckt in der Literatur, Stigma und Semaglutid oder GLP-1, da gibt es wirklich überhaupt nichts an Forschung. Man kann sich vorstellen, zum Beispiel, dass man immer, wenn man vermittelt bekommt, es ist doch einfach, erhöht das den gesellschaftlichen Druck in Richtung Schlankheit, dann hat man diejenigen, die schön abnehmen, wie Elon Musk zum Beispiel es berichtet, da wird sich die empfundene oder auch Selbststigmatisierung natürlich reduzieren. Also wenn mehr Menschen so gut abnehmen können, wird sich die Stigmatisierung verringern. Aber auch gleichzeitig wird es ja auch immer noch Personen geben, die das Medikament nicht einnehmen können oder wollen oder es auch nicht bekommen können, es vielleicht sich auch nicht leisten können, wenn das nicht von Krankenkassen getragen wird. Und ich denke, diese geraten unter einen erhöhten gesellschaftlichen Druck. Das heißt, sie werden wahrscheinlich mehr Stigmatisierung empfinden, Selbststigmatisierung bleibt. Sie haben das gerade schon mit den Krankenkassen angesprochen. Das ist vielleicht ein spannender Punkt. Und auch eine Frage, die auch von außen gestellt wurde. Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland, ist es so, dass Semaglutid als sogenanntes Lifestyle-Medikament geführt wird. Also das ist kein Begriff, den ich mir gerade ausgedacht habe. Das wird so im Sozialgesetzbuch tatsächlich geschrieben. Darunter fallen mehrere Medikamente, die vor allen Dingen ja zur Selbstoptimierung gedacht sind. Und da fällt Semaglutid als Abnehmmedikament auch runter. Wie ist das jetzt in Deutschland? Vielleicht Herr Aberle, Sie kennen sich da wahrscheinlich im Patientenkontakt auch sehr gut aus. Glauben Sie, dass das in Deutschland von den Kassen übernommen wird, so wie es ja in der Schweiz schon ist? Und kennen Sie da vielleicht schon irgendwie einen Zeithorizont? Das ist hier im Moment noch spekulativ, aber in dem Feld ist gerade sehr viel Dynamik, das kann man vielleicht so sagen. Sie haben völlig recht, im Moment greift noch der Paragraph 34 vom SGB-5. Und er schließt Medikamente zur Gewichtsreduktion von der Erstattung aus. Also es ist nicht mal schlechter Wille oder nicht vorhandener Wille der Krankenversicherung. Sie dürfen es schlichtweg nicht übernehmen. Und das korreliert natürlich oder steht im Widerspruch
zur Anerkennung von Adipositas als Erkrankung, nicht nur von den Fachgesellschaften, sondern auch im Deutschen Bundestag seit 2020. Und der Deutsche Bundestag hat den GBA ja auch beauftragt, ein Disease Management Programm, ein DMP für Adipositas zu entwickeln, was wir gerade entwerfen. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Anerkennung von Adipositas als Erkrankung und eine riesige, riesige Menge von Patienten, die darunter leiden. Auf der anderen Seite werden Therapiemaßnahmen zur Adipositas nicht erstattet von den Krankenversicherungen. Das betrifft nicht nur die Medikamente, sondern auch so banale Dinge wie Ernährungsberatung oder Basistherapie, wenn man so will. Auch die sind nicht so einfach verordnungsfähig. Und da ist einfach ein schreiender Bedarf zur Verbesserung der Versorgung von Menschen nach Adipositas. Mit Adipositas, die Deutsche Adipositas-Gesellschaft setzt sich da auch sehr viel für ein. Da gibt es auch viele Informationen auf der Homepage. Und da ist viel Dynamik in dem Feld. Vielleicht kann man das so umschreiben. Es gibt hier eine ganze Reihe von Gesprächen mit Mitgliedern des Gesundheitsausschusses, die auch sehr intensiv zuhören. Und wir sehen das genau, wie Sie gesagt haben, ja auch in der Schweiz, in England, dass für bestimmte Indikationen häufig BMI ab 35 Medikamente erstattet werden. Manchmal auch in England über einen Zeitraum von 2 Jahren. Aber da gibt es sozusagen eine Öffnung und wir hoffen, dass das vielleicht in einem Zeitfenster von 1,5 Jahren in Deutschland auch so sein könnte. Sie haben gerade schon auch ja andere Therapien angesprochen. Etwas, das man ja groß kennt, ist diese genannte Magen-OP oder der Magen-Bypass. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Arten. Viele Patienten haben da die Hoffnung, diese OP, die ja durchaus auch ein großer Eingriff ist, durch diese medikamentösen Therapien umgehen zu können. Da ist jetzt die Frage aufgekommen, ob solche Medikamente ja wirklich eine Alternative darstellen können. Und wenn ja, für wen vielleicht? Herr Aberle, genau, Sie können vielleicht einfach direkt weitermachen. Also, wenn wir jetzt im Prinzip uns die Studien angucken und wir sehen, dass Medikamente Gewichtsreduktion von 2022 vielleicht in Zukunft, Herr Müller muss noch, da forscht er ja daran, vielleicht 25% Gewichtsreduktion machen, wenn Sie uns das dann zur Verfügung stellen demnächst, dann kommt man natürlich sehr, sehr nah an die Effektivität von Operationen zur Gewichtsreduktion. Das heißt, ja, die Antwort ist völlig klar, das wird eine ganze Reihe von Patienten zunächst mal von den Operationen abhalten, sofern die Medikamente dann irgendwann erstattungsfähig werden. Trotzdem gibt es natürlich einige substanzielle Unterschiede. Die Operationen sind sozusagen eine in Anführungsstrichen gewünschte dauerhafte Lösung, die ohne tägliche oder wöchentliche Medikationseinnahme zur Gewichtsreduktion führen und dann vielleicht auch noch ein bisschen effektiver mit 30-35% Gewichtsreduktion. Und das ist dann einfach ein ganz persönliches Ermessen der Patienten, was möchte ich lieber. Also da wird es sicherlich für die einen und für die anderen Patientengruppen Bedarf geben, aber ein Teil der Patienten wird sicherlich dann nicht mehr operiert werden müssen. Okay, dann gebe ich mal an Herrn Müller vielleicht noch einmal zurück. Und zwar wurde die Frage nochmal zurück zur doppelten Dosis von Wegovy gestellt. Wir hatten da ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Ist quasi nur eine Nachfrage. Ist die höhere Dosis nur deshalb nötig, um über die Blut-Hirn-Schranke zu kommen oder sind für die Wirkung im Gehirn per se höhere Konzentrationen nötig? Ja, also es ist für die Behandlung von Adipositas grundsätzlich etwa die zweifache Dosis notwendig im Verhältnis zu der Dosis, die wir für den Typ-2-Diabetes benutzen. Liraglutide und auch Semaglutide sind nicht in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überschreiten. Aber es gibt bestimmte Regionen, und das sind gerade die Regionen im Gehirn, die für die Regulation der Nahrungsaufnahme zuständig sind, die das auch nicht brauchen. Es gibt bestimmte Regionen wie den Hypothalamus oder auch bestimmte Regionen im Hirnstamm, die werden auch von der Blutzirkulation erreicht, ohne dass die Medikamente die Blut-Hirn-Schranke durchschreiten müssen. Und da gehört Semaglutid, auch Liraglutid dazu. Okay. Dann kommen wir mal ein bisschen zu Ihrer Forschung. Das ist vielleicht für Sie jetzt auch interessant. Oder alles hoffe ich. Aber Sie forschen in einem dualen Konzept quasi. Man kennt es vielleicht schon unter dem Namen Tirzepatid. Das ist auch ein Wirkstoff, der auf den GLP-1 Rezeptor wirkt, aber gleichzeitig noch auf einen anderen. Vielleicht können Sie einmal kurz die Unterschiede zwischen Tirzepatid und Semaglutid beschreiben und vor allen Dingen auch den Unterschied in den Effektstärken. Ja, also das Konzept, was wir damals entwickelt haben, das war publiziert, haben wir das 2013, also ziemlich genau vor 10 Jahren.
Das basierte darauf, dass wir die Sequenz, die also das Molekül GLP-1 besteht ja aus bestimmten Aminosäuren. Und diese Aminosäuren sind sehr ähnlich zu einem anderen Hormon, was ebenfalls im Pankreas die Insulinsekretion stimuliert, das glukoseabhängige insulinotrope Polypeptid. Das ist ein komplizierter Name, Abkürzung GIP. Und wenn man jetzt die Sequenz dieser beiden Hormone, GLP-1 und GIP, sozusagen fusioniert, dass man ein Molekül hat, was gleichzeitig dann an den Rezeptoren für GLP-1 und für GIP bindet und diese Rezeptoren aktiviert, dann führt das zu einer deutlich stärkeren Wirkung, nicht nur auf den Blutzucker, also auf die Regulation des Blutzuckers, sondern auch auf die Regulation der Nahrungsaufnahme. Und die ist dann nochmal deutlich, also der Gewichtsverlust ist dann nochmal deutlich stärker mit diesem sogenannten dualen Agonisten im Verhältnis zu GLP-1 alleine. Und das Medikament, das oder dieses Konzept, was wir entwickelt haben, das wurde dann auch von verschiedenen Pharmafirmen aufgegriffen. Die prominenteste ist die Firma Eli Lilly. Die haben dann ihren eigenen dualen Agonisten basierend auf unserem Konzept entwickelt. Und dieses Medikament, das ist nun mittlerweile in den USA für die Behandlung vom Typ-2-Diabetes zugelassen. Für die Behandlung der Adipositas ist die Zulassung ausstehend, aber beantragt. Es wird sicherlich auch zeitnah bei uns in Deutschland zugelassen werden. Und die Wirkung auf das Körpergewicht ist nochmal deutlich stärker im Verhältnis zu Semaglutid. Hier reden wir ungefähr so im Durchschnitt nach etwa 70-wöchiger Behandlung ungefähr um 23%, wobei sehr, sehr viele dieser Patienten mehr als 25% Gewicht verlieren. Wir sehen also, da ist ja viel Forschung auch im Argen und da wird noch ja einiges passieren. Wenn die Studien in den USA schon laufen, dann wird das sicherlich auch hier bald eine größere Rolle spielen. Das führt natürlich auch dazu, dass das Interesse immer weiter steigt, also nicht nur an dem einen Wirkstoff, sondern auch an verschiedenen Wirkstoffgruppen. Und das interessiert gerade auch durch die sozialen Medien zunehmend auch Menschen, die nur etwas vielleicht mollig sind, also die vielleicht über die Feiertage ein bisschen viel zugenommen haben, die gar nicht so in dieses Schema Adipositas oder diesen BMI über 27 mit Begleiterkrankungen, wie Sie das vorhin erläutert hatten, Herr Aberle, fallen. Würde diese Substanz da auch wirken? Gibt es da Risiken? Vielleicht Herr Aberle? Na, also wirken tut sie auch. Die Frage ist nur, ob das sinnvoll ist, medizinisch und sagen und auch was die Versorgung angeht mit Medikamenten. Aber funktionieren tut das. Also selbst wenn man Menschen mit einem BMI von unter 27 behandelt, dann reduzieren die ihr Gewicht. Das ist dann natürlich absolut nicht mehr so viel, weil das geht ja immer sozusagen nach Prozentgewichtsreduktion. Und wenn der Ausgangsgewicht geringer ist, und dann selbst bei ähnlichen Prozent ist die absolute Gewichtsreduktion nicht mehr so viel, aber es funktioniert trotzdem. Und natürlich ist sozusagen das Körpergewicht sagen jetzt nicht immer nur gekoppelt an die Grenzen der WHO. Also wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich übergewichtig? Dazu kann Frau Hilpert bestimmt Monologe halten von mehreren Stunden, was sozusagen gesundes Körpergewicht ist oder was sozusagen das eigene empfundene gesunde und gute Körpergewicht ist. Insofern gibt es durchaus Nachfrage und immer wieder Patienten, die auch mit niedrigeren BMI-Stufen zu uns kommen und den Wunsch nach Behandlung haben. Dann würde ich Ihnen, Frau Hilbert, die Frage quasi einfach auch nochmal stellen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das ja als Lifestyle-Medikament genutzt wird und vielleicht diesen ganzen ärztlichen Betreuung so ein bisschen entflüchtet? Und wie kann man diesem Missbrauch denn vielleicht auch vorbeugen? Also ich denke, das ist ein großes Problem, weil viele Menschen natürlich sehen, ja, da gibt es diese Pille und da muss ich mich auch nicht mehr groß anstrengen, möchten das nehmen und bekommen können. Und sobald es erhältlich sein wird, werden viele sicher sich überlegen, ob sie sich das leisten. Der Preis könnte sie noch abschrecken. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, also zu betonen, dass es kein Lifestyle-Medikament ist. Im Moment ist es das nicht. Es ist, soll ärztlich verordnet werden nach bestimmter Indikation und eben die Einnahme muss auch überwacht werden. Es gibt auch Nebenwirkungen. Das ist, denke ich, wichtig immer wieder zu betonen, aber
Also ich denke, man wird sehen, dass immer mehr Patienten, also noch nicht mal Patienten, also Menschen mit Übergewicht, die gar nicht abnehmen müssten, sich diesem zuwenden. Ich sehe das immer so ein bisschen ähnlich wie die Trends zum Fett absaugen oder plastischer Chirurgie. Das wird sich, denke ich, auf Dauer nicht wirklich verhindern lassen. Ja, Herr Müller, gerne dazu. Ja, vielen Dank. Also eine Sache, die sich in den Mausstudien sehr schön experimentell nachweisen lässt, ist, dass der Gewichtsverlust dieser GLP-1-Mimetika umso größer ist, je mehr Fettmasse die Maus oder die Nagetiere haben. Wir haben bei uns Studien gemacht, wo wir verschiedene Grade der Adipositas sozusagen in Tiermodellen nachgebildet haben und haben dann geschaut, wie effektiv wirken denn nun diese Medikamente. Und das ist de facto so, dass der Gewichtsverlust stark rapide nachlässt, je weniger Körperfett das Tier hat. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt in ein Tier reingehe, das ein ganz normales Körpergewicht hat, eine mit Kohlenhydrat gefütterte Maus, ja, dann führt dieses GLP-1 eigentlich fast gar nicht zu einem Gewichtsverlust. Also das sind relativ sichere Medikamente. Auch der Effekt auf den Blutzucker funktioniert eigentlich nur unter Bedingungen, wo der Blutzucker erhöht ist. Wenn der Blutzucker normal ist, ist GLP-1 nicht mehr in der Lage, die Insulinsekretion zu stimulieren. Deswegen können dieses Medikament auch adipöse Patienten nehmen, die an keinem Typ-2-Diabetes leiden. Also im Gegensatz zu vielen anderen Medikamenten in der Adipositas-Historie, ja, ist GLP-1 ein relativ sicheres Medikament, weil es einfach aufhört zu wirken, wenn man es nicht mehr braucht. Es kam gerade eine kurze Nachfrage zu dem, was Sie gesagt hatten, Frau Hilbert. Sie hatten gesagt, viele Menschen würden überlegen, ob sie es sich ja leisten könnten, aber es müsste schon ärztlich verordnet werden. Das ist richtig, oder? Ja, so ist es im Moment von der EMA zugelassen. Also aus meiner Sicht muss das so gemacht werden. Es ist kein pflanzliches Stärkungsmittel irgendwie, was in den Apotheken over-the-counter verkauft wird. Okay, dazu vielleicht auch eine passende Frage, die auch noch reinkam. Und zwar mal rein hypothetisch, also angenommen, es gäbe jetzt Patienten und Patientinnen, die sich ein Rezept für Wegovy ausstellen lassen würden, ohne vielleicht die Absicht zu haben, ihr Lebensstil zu ändern, also wirklich dann diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen zu machen und das so ein bisschen als easy way out behandeln könnten. Kann natürlich immer passieren. Gäbe es Mechanismen vielleicht auch im Gesundheitssystem, die dem Ganzen entgegenwirken könnten? Herr Aberle, Frau Hilbert, Sie sind da bestimmt beide, ich weiß nicht, wer zuerst antworten mag. Also das weiß Herr Müller wahrscheinlich besser. Es gibt ja, also einige von den Diabetes-Studien haben wenig Verhaltenstherapie oder bis gar keine mit drin. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass es auch wirkt ohne Verhaltenstherapie. Verzeihung, Sie haben völlig recht. Ja. Also die präklinischen Studien, die man durchführt, die kommen ja normalerweise nicht mit einer Verhaltenstherapie. Das heißt, die Maus, wir beobachten die Maus, während die Maus weiterhin ad libitum, also ohne Restriktionen der Nahrungsaufnahme, weiterhin mit einer sehr fettreichen Diät gefüttert wird. Ja. Das heißt, diese Maus, obwohl sie ausschließlich Zugang zu fettreicher Diät hat, nimmt substanziell an Körpergewicht ab. Das reflektiert wahrscheinlich, dass in der Situation in der Klinik wahrscheinlich die Umstellung des Lebensstils zusätzlich nochmal einen positiven Effekt hat, aber nicht ausschlaggebend ist dafür, dass das Medikament Gewicht reduziert. Wir bleiben mal so ein bisschen bei der Studienlage. Achso, wollten Sie, Entschuldigung. Ah, okay, ich dachte, ich hatte was gehört. Wir bleiben so ein bisschen bei der Studienlage. Und zwar ist es ja so, dass für Wegovy in den USA es auch schon Studien mit Heranwachsenden, also 12- bis 18-jährigen Patienten und Patientinnen durchgeführt wurden. Und es wurde auch von der FDA zugelassen. Also in den USA ist für Heranwachsende Wegovy durchaus schon eine Therapieoption. Hier in Deutschland ist das noch nicht der Fall. Es wird explizit gesagt, es gibt da noch nicht genug Ergebnisse. Jetzt ist aber gerade durch Social Media natürlich eine jüngere Generation angesprochen. Was ist denn da vielleicht auch zu der Gefahr bei der Anwendung von Nicht-Erwachsenen zu sagen? Frau Hilbert, vielleicht? Naja, Jugendliche gelten allgemein aus psychologischer Sicht als eine besondere Risikogruppe für die Entwicklung von psychischen Störungen.
Und man muss natürlich sagen, dass wahrscheinlich der gesellschaftliche Druck steigt, wenn so ein Medikament verfügbar ist. Man hat, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe. Also diejenigen, die das Medikament dann bekommen können, die werden, bei denen wird sich das Wohlbefinden steigern. Also man muss auch wirklich sagen, die psychischen Effekte sind sehr deutlich nachgewiesen. Lebensqualität verbessert sich, Stimmung verbessert sich, Kontrolle des Essverhaltens gelingt besser, das Craving, also Suchen nach Nahrung, Essbedürfnis nimmt ab. Das bedeutet, also den Jugendlichen wird es besser gehen, weil sinkt dann auch wahrscheinlich das Essstörungsrisiko, wenn sie nicht mehr so viel Nahrungsbedürfnis empfinden, zum Beispiel sich keine Essanfälle entwickeln können. Die Frage ist dann natürlich bei den Jugendlichen, die nicht an das Medikament kommen können, wird sich das ähnlich als Benachteiligung in umgekehrter Richtung ausschlagen können. Das ist aber wirklich jetzt spekulativ, was ich sage. Also Forschung gibt es dazu gar keine. Herr Aberle, vielleicht spielt das bei Ihnen gerade bei jüngeren Menschen schon eine Rolle, das Medikament? Also Semaglutid war ja bis jetzt tatsächlich erst ab 18 zugelassen oder ist es sozusagen in Europa immer noch. Die Veränderung nach der Step-Teens-Studie ist ja aber von der FDA auch gerade ein paar Wochen alt, sodass Semaglutid jetzt bei unter 18-Jährigen im Moment noch keine Rolle spielt. Allerdings ist das Medikament Liraglutid schon zugelassen ab 12 und das wird tatsächlich vereinzelt auch eingesetzt bei Jugendlichen. Das sind aber, muss man sagen, dann ganz spezielle Indikationen, die uns üblicherweise aus der Kinderklinik zugewiesen werden. Bei adipösen, deutlich adipösen Jugendlichen über der 97. Perzentile, die mit konservativen Maßnahmen keinen Erfolg haben. Und wenn man sich dann vorstellt, was auch im Klassenverband oder so mit diesen Menschen oder mit diesen Kindern, Jugendlichen passieren kann, dann kann man da natürlich auch durchaus positive Effekte erreichen. Aber das machen wir uns nicht leicht. Das ist immer im Dialog mit den Kinder- und Jugendpsychiatern und auch mit den Kinderärzten natürlich. Aber das findet auch statt. Also die Therapie wird auch immer mal wieder initiiert. Okay, wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten übrig. Deswegen würde ich ein paar spezifische Fragen quasi kurz und knapp nochmal in die Runde werfen. Da fangen wir vielleicht, ich weiß nicht, Herr Aberle, Herr Müller, es wurde gefragt, gerade in der hohen Dosis, gibt es vermehrte Risikosignale für Pankreatitis? Herr Aberle? Also die Pankreatitis ist eine der potenziellen Nebenwirkungen, die auftreten kann. Das erhöhte Risiko ist minimal. Und wenn Pankreatitiden auftreten in den Studien, dann ist es in den meisten Fällen, 8 von 10 sind durch Gallensteine bedingt, dass man sagen kann, ganz, ganz, ganz kleines Signal, aber sozusagen klinisch nicht relevant, weil es extrem selten ist. Okay, vielen Dank. Dann gebe ich einmal zu Ihnen, Herr Müller. Wird bevorzugt das viszerale, hormonell aktive Fett reduziert und in welchem Anteil zum gesamten Körperfett? Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss ich sagen, haben wir jetzt präklinisch relativ wenig Daten, weil wir primär, wenn wir solche Studien machen, immer nur das Gesamtkörperfett messen können. Das ist dadurch bedingt, dass wenn man quasi unterscheiden will zwischen viszeralem und inguinalem Fett, dann müssen wir die Tiere anästhesieren und das hat dann alleine schon einen sehr starken Effekt auf das Körpergewicht. Deswegen versucht man das eher zu vermeiden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die klinischen Studien sagen, weil da kann man das sehr gut machen. Vielleicht weiß Herr Aberle das. Ja, da ist tatsächlich, sind immer Substudien gelaufen mit DEXA-Scans und da sieht man, dass im Prinzip das viszerale Fettgewebe abnimmt, aber jetzt nicht überproportional zu anderen Formen der Gewichtsreduktion. Also das ist relativ in dem, was man erwarten würde. Okay. Genau, dann haben wir noch zwei kleine Fragen und dann würde ich auch schon in den Abschluss gehen. Und zwar einmal, gibt es schon gesicherte Erkenntnisse zu positiven Begleiterscheinungen der Medikamente neben dem Abnehmen? Also gibt es vielleicht Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Ähnlichen oder ist es bisher eher eine Vermutung?
Na, also gerade zu Semaglutid, aber auch zu Liraglutid gibt es natürlich viele Studien, kardiovaskuläre Endpunktstudien aus der Diabetologie, die eine Reduktion von kardiovaskulären Endpunkten zeigen, von Liraglutid sogar von Mortalität. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit einem so guten Gefühl diese Medikamente einsetzen, weil die klinische Studienlage einfach exorbitant gut ist, auch was harte Endpunkte angeht. Also Antwort ja, die gibt es. Ja. Also genau hier unterscheiden sich ja die GLP-1-Mimetika von historischen Medikamenten. Es gab auch in der Vergangenheit schon Medikamente, die das Körpergewicht über 10% senken konnten. Die waren allerdings alle dann kardiovaskulär nicht wirklich sicher. Also GLP-1 ist hier eine lobenswerte Ausnahme, weil hier tatsächlich die kardiovaskulären Endpunkte tatsächlich substanziell verbessert wurden. Vielleicht ein spannender Punkt. Letzte kurze Frage noch. Ich weiß gar nicht, vielleicht an Sie beide, Herr Aberle, Herr Müller, eignen sich Semaglutid oder dann im Endeffekt auch Tirzepatid in hoher Dosierung auch bei Prädiabetes, also zur Verhinderung der Konversion? Herr Müller oder Herr Aberle, ich weiß nicht, wer. Ja, ich fange an und dann machen Sie den Abschluss. Also ja, tun Sie. Jede Form der Gewichtsreduktion verbessert oder reduziert das Risiko der Transmission vom Prädiabetes zum Diabetes. Und wenn die Gewichtsreduktion bei 15, 20, 22% liegt, dann ist das natürlich ein extrem positiver Effekt auf die Verhinderung einer Diabetes-Manifestation. Das ist auch in einzelnen Substudien gezeigt, in denen Prädiabetikern eingeschlossen wurden. Also ja, klar, das funktioniert. Also vielleicht, wenn ich noch einen Punkt dazu ergänzen darf, hundertprozentig, also das stimmt, ja, also GLP-1-Mimetika können auch quasi präventiv bei einem Prädiabetes eingesetzt werden. Das liegt auch unter anderem daran, dass die GLP-1-Mimetika antiapoptotisch und antiinflammatorisch im Pankreas wirken. Das heißt also, erstens verbessern sie natürlich das, was wir Glukotoxizität nennen, das heißt also das Überfluten der Bauchspeicheldrüse mit zu viel Glukose führt natürlich dann zu einer Insulinresistenz und das wird natürlich dann durch diese GLP-1-Mimetika verbessert. Dazu kommt noch, dass die GLP-1-Mimetika relativ gut in der Lage sind, entzündliche Faktoren, sogenannte Zytokine im Pankreas zu inhibieren und auch dann zu einem geringeren Zelltod zu führen, also Apoptose. Und das führt natürlich dann auch wieder zu einer Verbesserung der insgesamten Pankreasfunktion. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zum Abschluss und ich würde noch eine kleine Abschlussfrage einmal an Sie alle stellen, vielleicht auch so ein bisschen als Fazit für Sie selbst. Und da würde ich gerne mit Ihnen, Frau Hilbert, beginnen. Wo sehen Sie den Einsatz der Abnehmspritzen in Zukunft? Das ist wirklich so ein Gamechanger, wie das gerade beschrieben wird und vor allen Dingen, wie sollte jetzt genau auch darüber berichtet werden in den Medien? Also ich denke ganz klar, das ist ein Gamechanger in der Adipositas-Therapie. Es wird uns, denke ich, im Gesundheitswesen, wenn wir es tatsächlich für die Adipositas abrechenbar machen können, sehr viel weiterhelfen. Die Menschen werden gesünder werden, werden schlanker werden. Ihre zweite Frage war dann in Bezug auf die Medien. Genau. Wie man es darstellen sollte. Also ich denke, man sollte klar darstellen, dass dieses Medikament eine wirkliche Medizin ist. Also das ist kein Lifestyle-Medikament, aktuell nicht. Das, was ärztlich verordnet werden muss und auch überwacht werden muss bei bestimmten Indikationen. Dann wir gehen einfach mal die Runde umgekehrt wie am Anfang. Dann würde ich an Herrn Aberle weitergeben. Na, ich würde dem zustimmen. Game Changer ist ja so ein Schlagwort, das hier aber absolut zutrifft. Wir hatten noch nie sozusagen Medikamente, die auch nur in der Nähe waren einer Effektivität, wie wir es jetzt erleben, und die dazu noch sicher sind mit guten Endpunktstudien, die uns vorliegen. Insofern wird das eine zunehmende Rolle spielen, auch zu Recht. Aber wir behandeln, und das ist immer wichtig, aus medizinischer Indikation. Also wir behandeln, damit Patienten gesünder werden oder gesund bleiben. Wir behandeln nicht aus kosmetischer Indikation. Und daher wird es auch immer so bleiben, dass eine ärztliche Indikationsstellung gestellt werden muss und man die Medikamente nicht anders bekommen kann. Okay, und zum Abschluss, Herr Müller. Also ich schließe mich da nahtlos an meine Kollegen an. Es ist tatsächlich ein wirklicher Gamechanger. Wir sind jetzt erstmalig in der Lage, das Körpergewicht deutlich über 10% mit einer tolerablen, in einem tolerablen Sicherheitsprofil zu
zu induzieren. Ja, ich weiß allerdings, und das wissen die Kollegen auch, dass natürlich die Pipeline der pharmazeutischen Unternehmen nicht stillstehen. Es wird da immer noch eine weitere Verbesserung geben. Man arbeitet intensiv an der Entwicklung neuer Koagonisten, neuer Triagonisten. Und auch da wird sich in der Zukunft viel tun. Wir werden nicht nur stärkere Adipositas-Medikamente entwickeln, wir werden auch die Entwicklung von Medikamenten sehen, die speziell personalisiert für bestimmte Begleiterkrankungen eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Fettleber, ja, oder auch Atherosklerose ist auch eine Komplikation, die man gut behandeln kann mit spezifischen Medikamenten. Also wir werden hier in der Zukunft eine Menge Neues, Spannendes erleben. Ja, das klingt auch nach einem vielversprechenden Ausblick. Dann sind wir zeitlich jetzt auch am Ende angekommen. Dann erstmal danke an alle Journalistinnen und Journalisten für ihre Fragen und natürlich einen ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Hilbert, Herr Aberle und Herr Müller, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Das Transkript und die Aufzeichnung veröffentlichen wir so schnell wie möglich auf der Homepage. Und das Transkript, das Transkript folgt dann auch morgen im Laufe des Tages spätestens. Wenn Sie vorher schon eine Videoaufzeichnung oder das maschinell erstellte, noch nicht überarbeitete Transkript benötigen, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion@sciencemediacenter.de. Einfach eine Mail schreiben, wir melden uns dann schnellstmöglich. Genau, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen restlichen Mittwoch und sage dann erstmal bis auf Wiedersehen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.